Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Kiefer. Dankeschön, dass wir in diesem tollen Haus sind. Konversionsgebiet ehemals in Trier, aber jetzt ganz toll, nicht in Beschlag genommen, nicht besetzt, sondern ausgebaut als, ja, als größte Institution überhaupt der Arbeit hier in Trier. Und das auch in Bezug auf Luxemburg. Und wenn ich das sagen darf, als ich vor 14 Jahren das erste Mal ins Parlament gewählt wurde, dann hatte ich direkt ein Gespräch mit dem Präsidenten der IHK. Und es war für mich ganz markant, dass er gesagt hat, ja, wir schauen nach Luxemburg und wir sind eigentlich sehr, sehr stolz darauf, dass wir auch hier mit Luxemburg zusammen und gemeinsam arbeiten. Wir sind da nicht in Konkurrenz unterwegs, sondern wir sind miteinander unterwegs, um gute Produkte zu haben und um auch gut für die Menschen in der Region unterwegs zu sein. Und wenn wir dann heute mit unserem Sprachprojekt hier in diesem Hause sein können, dann freut mich das auch im ganz Besonderen. Das Buch Wir Luxemburgisch als solches, keine offizielle europäische Sprache, aber wir praktizieren das. Und wenn ich mit Astrid Lulling unterwegs bin, dann praktiziere ich das auf meinem moselländischen Platt, was ich sehr gut kann, und sie dann auf Luxemburgisch und dann verstehen wir uns. Ja, vielen Dank, liebe Christa, vielen Dank, liebe Anwesenden. Also ich habe hier ein Blatt verfasst mit einigen Fakten über Luxdeco-Deutsch. Da steht eigentlich alles drauf, was wissenswert ist. Also zunächst einmal die Schirmherrschaft, Frau Christa Klaas und meine Großtante, Frau Astrid Lulling. Dann die drei Autoren am Luxdeco-Deutsch haben Miriam Welsch-Billisch und Herr Schanen mitgearbeitet und dann eben auch ich selbst. Wobei ich sagen muss, zugeben muss, dass vor allem Herr Schanen und Frau Welsch-Billisch am meisten an der Entstehung dieses Werkes jetzt gearbeitet haben. Dann der Verlag Edition Schortchen ist auch anwesend. Wir haben eine Internetseite luxdeco.com. Dort befindet sich die Online-Version luxemburgisch-französisch, französisch-luxemburgisch. Die deutsche ist noch nicht über Internet verfügbar. Die Datenbank, also die Luxdeco-Deutschwörterliste, besteht aus 26.400 luxemburgischen Wörtern, die wir dann umgedreht haben, so dass es eben in beide Richtungen möglich ist, die Übersetzungen vorzufinden. Sie haben einen grauen Streifen, das ist dann die andere Richtung deutsch-luxemburgisch, und die helle ohne grauen Streifen ist dann eben luxemburgisch-deutsch. In der neuen deutschen Version sind zum Beispiel auch die Mehrzahlendungen enthalten. Das war in der französischen noch nicht der Fall. Datenbank, wie ist die entstanden? Der größte Teil kommt aus den Corpora unserer Doktorarbeiten. Ich habe bei Herrn Schanen Linguistik studiert in Montpellier. Und er selbst hat schon eine Doktorarbeit über die luxemburgische Sprache im Schengener Raum, weil er ist von Schengen, geschrieben 1980 an der Sorbonne. Und ich habe dann eben angefangen, meine Doktorarbeit von 1998 bis 2002 über die lexikalische Kreativität zu schreiben bei ihm. Und da habe ich natürlich eine große Datenbank aufbauen müssen, um eben ein linguistisches Foto vom aktuellen Zustand der luxemburgischen Sprache machen zu können. Das waren um die 100.000 Wörter. Aus dieser Liste ist auch der erste luxemburgische Spellchecker entstanden und danach eben dann dieser Luxdeco, luxemburgisch, französisch, französisch, luxemburgisch. Womit allerdings keiner rechnen konnte, und das wird Herr Schurzen freuen, dass es dann eben zu so einem Bestseller wurde. Ja, der luxemburgisch-französische hat sich, glaube ich, über 9.800 Mal mittlerweile verkauft, was für luxemburgische Verhältnisse einfach phänomenal ist. Vor allem, weil wir dieses Buch eben ohne öffentliche Hilfe, also es ist ein rein privates Projekt, realisiert haben, eben bloß mit der Schirmherrschaft von meiner Großtante. Und ich müsste auch noch dazu erwähnen, also ich habe Luxdeco auch mit den Presse Universitaire de Namur, weil ich auch in Belgien luxemburgisch unterrichte an der Universität in Namur. Da haben wir einen Co-Editor gefunden, aber Luxdeco Deutsch ist jetzt momentan allein von Edition Schortchen realisiert worden. Die Datenbank, ja, ist natürlich relativ simpel, wenn Sie merken, sind keine großartigen Worterklärungen drin. Es sind lediglich, das war auch meine Idee, eine sozusagen eine binäre Struktur, dass wir auf der linken Seite eben die luxemburgischen Wörter haben und dann die Übersetzung mit einem Computertrick das Ganze einfach umdrehen können. Das ist nicht der Fall, wenn Sie jetzt große Beispiele und Worterklärungen geben, weil Sie dann die Sätze umdrehen, ja, dann können Sie sie alphabetisch nicht mehr ordnen.
Wir haben dann ein paar Wörter, ein paar Erklärungen über die lexikalische Kategorie des Wortes. Ist es ein Verb, ein Substantiv, ein Adjektiv? Bei den Verben haben wir auch noch diesmal unterschieden, sind sie trennbar oder untrennbar, was unglaublich komplex ist. Und eben, wie gesagt, die Pluraländerungen haben wir diesmal auch hinzugefügt, was in der französischen Version sehr gefehlt hat. Viele Wörter kennen Sie einfach so vom Hören und Lesen, aber es ist vielleicht, also vom Hören, aber wenn Sie mit Luxemburgischen schon zu tun hatten, aber es ist vielleicht jetzt neu, diese Wörter dann auch einmal in ihrer geschriebenen Version vorzufinden, wobei die luxemburgische Rechtschreibung immer wieder ein Problem ist in Luxemburg, weil die luxemburgische Rechtschreibung ist an die deutsche angekoppelt. Das heißt, jedes Mal, wenn die deutsche Rechtschreibung sich ändert, also eine kleine Reform macht, dann hat das Konsequenzen für die luxemburgische Sprache. Zum Beispiel die Groß-Kleinschreibung, die haben wir von euch übernommen. Ja, auch die Zusammengetrennt-Schreibung. Und da ist ja schon massiv für Gesprächsstoff vorgesorgt. Ja, und noch ein Wort zu der Zielsetzung. Ja, worum geht's? Wir möchten die luxemburgische Sprache einfach zugänglich machen. Ja. Deswegen braucht man eben auch Wörterbücher in die beide Richtungen. Nach der letzten Rechtschreibreform von 99 ist mir natürlich aufgefallen, dass die vorherige, also die bereits bestehenden Wörterbücher ja wie nennt man das? Obsolet auf Französisch, die sind dann überfällig, also hinfällig. Ja, hinfällig, nicht überflüssig, würde ich nicht sagen, aber hinfällig würde ich schon sagen, ja. Und es gab zu dem Zeitpunkt auch nur ein Wörterbuch in beide Richtungen, das hatte nur 6000 Wörter und ich dachte mir, ja gut, mit einer Datenbank ist doch leicht zu toppen. Und insofern hat Luxdico immer noch seine Berechtigung auf dem Markt, weil es eben in beide Richtungen geht. Selbst wenn es jetzt nicht sich um ein herkömmliches Wörterbuch handelt, so wie Sie es vielleicht gewohnt sind. Was gibt es hier alles? Universalwörterbücher, Duden. Also ihr habt ja, die deutsche Sprache hat ja eine sehr lange Kultur an Wörterbüchern. Und wir müssen, vielleicht erscheint Ihnen dieses Wörterbuch jetzt etwas simpel, ja, im Vergleich zu den Großsprachen, aber großen internationalen Sprachen. Aber ich kann Ihnen versichern, es ist, um so ein Werk zu auszuarbeiten, es ist unglaublich viel Arbeit und deswegen noch einmal einen ganz herzlichen Dank an Frau Welch-Billig, die sich im letzten Moment heute abgemeldet hat und an Herrn Schanen, der momentan dann in Italien in den Ferien ist und deswegen nicht anreisen konnte. Ja, vielen Dank. Dass wir diese Integration über die Sprache so vernachlässigt haben, dass jetzt man in Luxemburg und besonders ältere Generationen in Luxemburg sprechen oft nicht so gut Französisch. Deutsch ist natürlich einfacher, schon wir es massakrieren, also nicht so schön, nicht so gut reden wie die Deutschen. aber Sie können in Luxemburg fast kein Brot mehr kaufen. Überall, es gibt fast in den Läden, es gibt keine Verkäufer, Verkäuferinnen. Wenn Sie da sind, dann sagen, grundsätzlich rede ich die Verkäufer in Luxemburgisch an. Ich muss sagen, in 90% der Fällen heißt das Français, s'il vous plaît, madame. Die verstehen, die arbeiten, besonders bei den Franzosen ist es ganz schlimm, die bei uns arbeiten. Sie geben sich auch keine Mühe. Wir hatten nach einer großen Einwanderung aus Italien, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich kenne Italiener, die in meiner Gemeinde wohnen. Die wohnen 50 Jahre in dieser Gemeinde und mehr. Sind aber in Italien, die reden kein Wort Luxemburgisch, geben sich auch keine Mühe. Und das muss einmal Schluss sein, wir können nicht so weiterfahren. Aber es ist auch ein bisschen unsere Schuld, weil wir Deutsch und Französisch reden und dann haben wir sofort eine Tendenz, wenn jemand anfängt und der hackelt da ein bisschen rum und wir sehen, der hackelt, das ist nicht richtig, nee, wieso? Er stottert ein bisschen herum, dann fangen wir sofort an, den in Französisch oder in Deutsch anzureden. Und dann hat er auch das Gefühl, er braucht sich keine Mühe zu geben. Wo ich zum Friseur gehe, in Esch-Alzette, das an der französischen Grenze, gibt es keine einzige Friseuse, Kosmetikerin in dem Laden, außer der Besitzerin und die ist Italienerin, die muss ich auch noch immer verbessern, aber das geht. Die ging bei uns in die Luxemburgisch reden. Und
Deshalb ist auch jetzt ist die Politik sich ein bisschen bewusst geworden. Diese Überfremdung, die führt, wenn wir nichts tun, führt sie auch dazu, dass die Luxemburger Sprache fast ausstirbt. Ich wollte mal so einen Austausch um Schengen machen von Primärklassen. Da war es noch in Frankreich verboten, in einer Primärschule eine andere Sprache als Französisch zu lehren. Also jetzt kommen wir aber langsam dazu, dass wir sagen, jeder Europäer müsste mindestens 2, 3 Sprachen sprechen. Aber ich wollte nur sagen, dass das auch ein Grund ist, denn wenn es so weit kommt, dass ein Luxemburger überhaupt nicht mal mehr Brot einkaufen kann in Luxemburg, ohne dass er Französisch reden muss, dann fängt es an, ein bisschen schwierig zu werden.